Hi Freunde, na ihr Radis, alles klar bei euch? Ja, bei mir leider nicht so hundertprozentig. Ich will euch gleich auch verraten, warum. Ist ein bisschen Scheuße, was zwischen dem letzten Mal und diesem Part passiert ist, kann ich auch gleich erklären. Erstmal, im Hintergrund läuft ein schönes Thema. God's Fist aus Legaia 2. Habe ich nie gespielt, aber ist ein schönes Thema, also was wollen wir mehr? Folgendes, das sage ich jetzt einfach mal so kurz, bevor ich jetzt wieder ins Spiel gehe. Ich habe einen wunderschönen Part produziert, der auch, ja, nicht, da ist nicht so viel geschehen, doch ein bisschen was, das werde ich gleich im Part nochmal selber erklären, aber erstmal möchte ich euch verraten, was das Problem war. Ich habe nämlich einen ganz tollen Sonnenaufgang von meinem Berg, den ich beim letzten Mal entdeckt habe, beobachten dürfen. Den seht ihr jetzt auch noch im Thumbnail von diesem Part. Dummerweise war der Screenshot-Knopf, den ich da benutzt habe, äquivalent mit meinem Aufnahmeknopf. Ja, Scully, du Idiot, aber was wollen wir machen? Es sind jetzt also 15 Minuten futsch, so viel ist nicht geschehen. Ich gehe einfach mal wieder ins Spiel. Gay Faggot Scully, you are an ass. Eigentlich, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, die Welt so zu nennen? Naja, ich bin dann noch ein bisschen auf diesem Berg massiv, also Sief, also richtig Sief, umhergewandert und habe diesen tollen Punkt hier entdeckt, wo man so einen richtig schönen Übergang hat. Das werde ich euch gleich nochmal von unten zeigen und euch auch nochmal zeigen, wo ich war. Falls ihr euch wundert, warum ich so wenig Erfahrung hab verglichen zum letzten Mal, ich bin auch einmal gestorben. Das heißt, ich weiß jetzt schon ungefähr, wie der Weg funktioniert von meiner Heimat hierher. Das ist schon mal nicht schlecht. Und was aber vielleicht noch interessanter ist, ich habe was entdeckt. Das erkläre ich euch gleich, aber erst einmal will ich euch präsentieren, wie genial dieser Überhang hier ist. Das sieht man nur von weiter unten, das ist ein bisschen scheiße. Das sieht einfach toll aus. Da werde ich auf jeden Fall mein erstes Haus hier drauf bauen, nämlich hier drüber. Da werde ich so eine kleine Steinhütte drauf bauen, das habe ich für heute auch vor, werde ich auch gleich mit anfangen. Aber erstmal muss doch hier noch gezeigt werden, was ich entdeckt habe. Das ist mega schade, weil es eigentlich relativ interessant ist, dass das jetzt natürlich ausgerechnet in einem verloren gegangenen Part passiert ist. Aber deswegen zeige ich euch ja nochmal. Ich muss jetzt nur finden. ich mache es ein bisschen spannend gerade, ihr merkt es schon. Wo war das denn? Das war irgendwo hier. Oh Gott, jetzt geht schon wieder die Sonne gleich unter. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Weil ich vor allem auch, habe ich Wolle? Weiß ich nicht. Ich hätte jetzt nicht das Inventar aufmachen sollen. Aber hier seid ihr ja gleich eh sehen, was ich meine. Hier können wir erstmal den wunderbaren Abstieg. Ich kann mich jetzt schon ein bisschen auf dem Bergmassiv orientieren, das ist schon mal nicht schlecht. Wagen. Und dann sehen wir. Achtung, Leute, jetzt wird's spannend. Das war übrigens dieser Höhleneingang, den ich beim letzten Mal verwendet habe. Dann sehen wir jetzt gleich rechts, also hier in dieser Richtung. Wo ist es denn jetzt? Da unten, genau. Moin. Da seht ihr, da kommt schon Licht raus. Da habe ich nämlich was fundamental Hübsches entdeckt. Na, seht ihr schon? Da ist ein schnieker Spinnenmonster-Spawner gewesen mit zwei Truhen. Und in diesen Truhen waren, die zwei Truhen, eine Schallplatte, sogar zweimal die gleiche. Wahnsinn. Ein wenig, hier was noch, Brot, drei Brote, drei Sättel, zwei Namensschilder, ein Eimer und ein bisschen Eisen. Ich glaube, das war's. Also, ja, ist halt jetzt schade, dass das da passiert ist, aber war jetzt auch nicht so spektakulär. Viel spektakulärer ist, dass jetzt schon wieder Nacht wird, während ich das eigentlich erklären wollte. Aber gut, das müssen wir jetzt auch überleben. Ich bin ja mit dem Spaten bewaffnet und werde jetzt erstmal wieder zu meinem Überhang, den ich da gerade schon präsentiert habe, zurückkehren. Und können jetzt eigentlich erst mit dem eigentlichen Part anfangen. Das hat mich wirklich geärgert, dass das weg ist. Das könnt ihr euch denken. Ihr wisst gar nicht, wie schlimm das ist, wenn ein Part weg ist, von dem ihr denkt, dass es ein guter Part war. Ich meine, man kann das natürlich auch immer als Ausrede benutzen, wenn man sagt, man war betrunken und hat nur gelallt. Dann kann man sagen, ja, irgendwie war leider die Aufnahmetaste nicht gedrückt worden. Das ist auch okay. Aber andersrum ist natürlich doof. Also wenn es nicht passieren soll, aber passiert. So, wie komme ich denn hier jetzt gerade am sinnvollsten raus? Hier, diese Wände sind immer noch toll, ne? Ach ja, für alle, die den letzten Part verpasst haben, ich bin einfach irgendwo hingelaufen und wollte erst in den Dschungel. Ich weiß, ihr seht gerade nicht so viel. Es tut mir auch leid, aber da müsst ihr jetzt ganz kurz durch, bis ich hier den richtigen... Wow, das war erschreckend. Springt mich einfach so eine Spinne an. Wow, böses Vieh. Wobei ich Spinnen eigentlich ganz cool finde. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil die Monster hier schon alle gespawnt sind. Wo können wir hier denn sicher hin? Ich meine, wir können es natürlich irgendwo reingraben und die ganze Nacht so verbringen, aber das ist langweilig. Ich will viel lieber irgendwo was verkloppen und mir möglichst noch ein Schaf scheren. Ja.
Aber auf dieser Bergkuppe rumzulaufen ist auch immer gefährlich, ne? Hier sind nämlich immer irgendwelche Monster, die mir ans Leder wollen. Ja, zum Beispiel hier diese Spinne. Und dieses komische... Ach, das ist eine Hexe. Die sieht ja dämlich aus in diesem Texture-Pack. Kein Wunder, dass ich schon halb tot bin. Ah, ihr hört meine Maus, das ist mir egal. Du blöde Hexe, was machst du hier? Kann ich das noch irgendwie retten? Glaube nicht, ne? Bin tot. Moin. Nee, die Hexe kriegt mich nicht. Uah, ich habe jetzt nur mega Angst vor diesem Kerl da. Nein. Oh Gott, jetzt muss ich hier richtig aufpassen, Leute. Oh Mann. Wieso habe ich denn nur noch ein halbes Leben? Was soll der Blödsinn? Zombie, du nicht. Stirb. Geht das schon wieder gut los. Wenn jetzt, während ich im Inventar geguckt hätte, wenn ich da jetzt gestorben wäre, dann wäre das größte Senkelvieh von allem. Hat die Hexe wenigstens mal was gedroppt? Nein, natürlich nicht. Mann, ich will hier eigentlich nur gerade zu meinem... Oh doch, sie hat was gedroppt. Ein Stock. Hammer. Verlangsamt bin ich auch noch. Dankeschön, du Hexe. Du bist ja wirklich wunderbar lieb von... Ist wirklich wunderbar lieb von dir. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da sind natürlich auch keine Schafe, sondern nur Skelette und Zombies. Ein paar Hühner gibt's hier allerdings. Nein, nein, nein. Ich bleib vegan, ich bleib standhaft. Da ist natürlich dieser Überhang. Also ich muss nochmal betonen, den finde ich cool. Da unten steht ein Creeper, da unten sind Schafe. Habe ich Pfeile? Natürlich nicht. Ich traue mich nicht runter am Tag. Nee, traue ich mich jetzt nicht. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie einfach einen halbwegs sicheren Ort finden, wo ich noch ein paar Stunden stehen bleiben kann. Dann könnt ihr wenigstens auch mal... So hat eigentlich der letzte Part, den ich da jetzt eben vergeigt habe, der hat so auch angefangen. Von daher ist das gar nicht so schlimm. Dann seht ihr wenigstens den Sonnenuntergang, von dem ich gerade berichtet habe, auch mal in Natura. Und nicht nur in Thumbnail. Ja, Natura in Anführungszeichen natürlich. Ach Gott, Leute. Ich bin hier schon wieder... Ich treffe hier schon wieder meinen Schöpfer, ne? Das ist ja auch ein schöner Bergkamm hier. Mega dünn. Zack. Moin. Also wenn jetzt einer kommt, das wäre feige. Warum ist das eigentlich hier so dick abgerissen? Eigentlich kenne ich das nur daraus, wenn man in früheren Minecraft-Versionen, aber viel früheren, eine Welt erstellt hat und die jetzt gepatcht hat. Dann ist das manchmal passiert, dass solche Abrisse kamen. Aber ich meine, gut, es gibt jetzt auch neue Biome. Aber ist das hier ein neues Biom? Sieht eigentlich für mich nach einem normalen Waldbiom aus. Naja, ich will mich auch nicht beschweren. Da hinten ist der Dschungel. Über dem Dschungel ist das toll, wie die Sonne aufgeht. Irgendwann werde ich auch mal diesen Wasserfall runterschwimmen. Ich gebe mir erstmal einen Schluck Tee. Solange hier kein Monster kommt, ist alles cool. Jo. Da hinten läuft ein Skelett. Solange mir das nicht zu nahe kommt, ist alles cool. Ich sagte, nicht zu nahe kommen. Wo ist denn der Mond? Ah, der braucht noch ein bisschen. Ah ja, gut. Dann werde ich nochmal ein kleines bisschen rumlaufen. Ich traue mich jetzt nicht unbedingt in die... Obwohl, nee, das hier war ein Krater, den Creeper beim letzten Mal gerissen hat. Das wisst ihr natürlich nicht, aber ist so. Was ist das hier eigentlich für ein komisches Ding? Diese Bäume auf Stein. Ist das ein neues Biom, das ich noch nicht kenne? Oder ist das irgendwie normal? Also auch für mich sind Bäume, die auf Stein wachsen, eigentlich nicht ganz normal. Aber gut. Eben das seine, ne? Ich will ja keinem irgendwie keinen Baum diskriminieren. Ich will niemanden kränken. Niemanden beleidigen. Nein, das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch ganz offen sagen. Ah! Oh! Offen sagen, ich wäre hier gerade fast in meinen Tod gestürzt. Ich sollte nicht so rumblödeln, während ich hier nur auf den Sonnenaufgang warte. Aber ich will auch rumlaufen. Ich finde das so langweilig, wenn ich nur hier rumstehe. Das ist doch auch bescheuert. Ja, das ist wirklich bescheuert. Mann. Aber man kann ja auch nirgendwo hin, ohne jetzt auf Monster zu treffen, weil... doch, zum Monster-Spawner könnte ich natürlich gehen. Der ist ja gut ausgeleuchtet und der ist auch deaktiviert, also Monster gibt's ja sowieso keine mehr. Das wäre ja eigentlich eine... Das wäre ja schon fast dreist, den Monster-Spawner jetzt als den sicheren Ort hier zu deklarieren. Aber ist es eigentlich? Im Prinzip ist es so. Kleiner Scherz am Rande, aber im Prinzip ist es so. Nein, aber jetzt warten wir hier. Die Sonne geht ja schon gleich wieder auf. Das ist alles kein Thema. Ist jetzt übrigens ein neuer Patch hier wieder auf Minecraft. Nachdem ich ja beim letzten Mal noch über 1.7.2 hergezogen bin, ist jetzt schon 1.7.4 draußen. Die sollen mal nicht so schnell patchen. So schnell können die ganzen Mods eh nicht produziert werden. Das ist ja eigentlich viel wichtiger. Aber gut. Ist eh jetzt kein großer Patch. Ist nur, wenn ich jetzt mal live streamen wollen würde, wäre das wahrscheinlich einfacher über Twitch und Minecraft. Ein paar Bugs wurden wohl rausgenommen und sonst weiß ich das auch nicht so genau.
Ist aber auch jetzt egal, ne? So, jetzt merkt er da, das wird jetzt richtig hübsch, Leute. Wenn das da über dem Dschungel... Müssen wir ein bisschen näher ran. Oh Gott, ich will jetzt aber nicht auch von Monstern erwischt werden. So, hier ist, glaube ich, eine gute Position. Man sieht jetzt nicht so viel von den Wäldern, aber das wird jetzt richtig toll. Vor allem in dem Texture-Pack sieht das auch nicht schlecht aus. Das genießen wir jetzt mal. Ich gönne mir nochmal einen Schluck Tee. Ihr könnt euch das einfach anschauen. Wie blende ich nochmal das HUD aus? So, genau. Das kann ich machen, ohne dass meine Aufnahme beendet wird. Schön. Das sieht doch einfach blendend aus, wie sich da die Sonne erhebt über dem ganzen Wasser. Und dem Dschungel. Wahnsinn. Verbrennen schon die Viecher? Ich hoffe es, weil langsam würde ich ganz gerne mich an die Arbeit setzen, aber die scheinen noch munter umherzurannen. Ne? Läuft. Ja, wow! Oh, du Senkel da oben, aber wirklich, das kannst du doch nicht verantworten. Oh, bei mir zuckt gerade alles, meine Güte. Du bist ja frech, wirklich. Das fand ich aber jetzt so überdimensional frech, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Schleicht er sich von hinten ran? Ich meine, ist ein Creeper, ist eigentlich sein gutes Recht, aber während ich noch mir den schönen Sonnenuntergang anschaue. Das ist feige, das ist schlimmer als an Silvester einbrechen, Leute. Wo ist denn jetzt, wo stand ich denn gerade? Wo ist der jetzt hochgegangen? Hat er das hier freigelegt? Nee, ne? Nee, hier komme ich... Nee, Quatsch. Ach, das war ja... Wow, das war... Ja, hier stand ich wahrscheinlich irgendwo, ne? Naja, macht ja nichts. Greed aus Isaac läuft wieder. Na gut, jetzt gehen wir mal zu unserem Vorsprung und fangen wir an zu basteln. Hab keine Lust mehr zu warten. Ach ja, ich wollte noch eine Sache sagen für alle, die jetzt hier zum ersten Mal eingeschaltet haben heute und sich darüber gewundert haben, warum meine Welt, meine Map hier Gay Faggot Scully You Are an Ass heißt. Das möchte ich natürlich... Ich bin ein wunderbar toleranter Mensch, wahrscheinlich... toleranter als die Mehrheit und möchte damit natürlich niemanden, der eine andere sexuelle Ausrichtung hat, als ich beleidigen. Ich denke, das versteht sich von selbst. Aber das war nur darauf bezogen, dass als ich Minecraft angefangen habe, ich damit gerechnet habe. Wieso generiert das nicht? Das sollte mal generieren. Das ist ja sicher cool aus da. Ich damit gerechnet habe, dass ich einiges an Hate abbekomme, weil ich auch viele User schon, viele Abonnenten auch schon hatte vorher, die sowas wie Minecraft wahrscheinlich nicht auf meinem Kanal sehen wollten. Und dann habe ich den Hate einfach schon mal gleich in meine Weltnamen, in meinen Weltnamen implementiert. Aber offenbar ist der Hate gar nicht so gekommen, deswegen könnte ich die eigentlich mal ändern, die Welt, vom Namen her. Aber naja, das ist jetzt sicherlich nicht das Dringendste. Das wird ja eh vielleicht noch einmal überhaupt in diesem Let's Play eingeblendet oder so. Also überhaupt gar kein Problem. So, der Baum da, der muss da jetzt weg. Um mal hier wen zu zitieren. Der muss da weg, weil ich da eine Steinhütte hinpacken will. Und zwar eine ganz kleine. Einfach nur so ein kleines Lager. Eine Kiste kommt da rein, ein Bett und eine Werkbank. Und der Rest ist mir egal. Ist so. Aber wo komme ich eigentlich jetzt an Wolle? Da muss ich ja gleich nochmal runter. Naja, aber Bett ist nicht das Dringendste. Baum fällt. Ach ja, Timbermod. Mann, ich finde das so doof. Timbermod wäre so dringend notwendig. So, wo packen wir den Mist denn jetzt noch hin? Irgendwas, was ich auf gar keinen Fall brauche. Ja komm, dieser Knochen, der kann da jetzt mal rausgeworfen werden. Ich finde es nämlich angenehmer, ein Schaf zu scheren mit einer Schere, als mit einem Schwert. Ich denke, ich ganz, ganz lieb. Ist auch noch die tierfreundlichste Methode und im Übrigen auch, glaube ich, ergiebiger, wenn ich mich nicht irre. Also es ist doch sogar so... dass Schafe mehr Wolle geben, oder zumindest, weil sie nicht sterben, langfristig mehr Wolle geben, wenn ich sie mit einer Schere von ihrem Feld trenne. Ist das nicht so? Ich weiß es nicht. Versuchen wir es mal. Oh, hier ist Kohle. Warte mal, ist das hier ein Durchgang? Ist das ein Durchgang, der da rauf führt? Schauen wir mal. Ja, läuft. Das könnte man ja so als geheimen Notausgang mal verwenden irgendwann. Ich will das hier so naturbelassen wie möglich lassen, weil das hier schon so relativ cool aussieht. Aber jetzt müsst ihr dran glauben, Schäfchen. Du da, du bist die Erste. Emma. Ach, warte mal. Nicht mit dem Linksklick, mit dem Rechtsklick. Ist das viel ergiebiger. Was schmeißen wir jetzt raus? Hier, komm, zwei Stöcke. Jetzt habe ich doch schon mal die ersten drei Wollestücke. Das wird eigentlich reichen, aber ich nehme mal einfach zur Sicherheit noch ein paar mit, weil ich sicher noch ein paar mehr Betten brauche.
Und weil ich eventuell ja auch noch ein paar Gemälde irgendwann aufhängen möchte. Ach nee, braune Wolle geht jetzt natürlich nicht. Tut mir leid, du warst jetzt gerade eigentlich nicht... Es war jetzt eigentlich nicht nötig, dass ich dich auch von deinem Fell getrennt habe, aber ich hoffe, du siehst es mir nach. Jo, dann können wir jetzt da wieder rauf und uns freuen darüber. Ah ja, meine Kommentierleistung ist gerade so ein bisschen eingeschränkt, das tut mir leid, aber ich bin gerade immer noch, mir sitzt noch der Schreck von dem Creeper gerade ein bisschen in den Gliedern. Das war schon heftig, wie der da einfach kam, als ich mir nur den schönen Sonnenuntergang angeguckt habe. Unglaublich, das war echt feige. Naja, so, jetzt haben wir erstmal alles, was wir brauchen und können hier jetzt theoretisch anfangen, aber ich glaube, ich bin auch schon wieder bei den 15 Minuten. Das heißt, ich werde das jetzt ganz knapp machen. Zack, zack, zack. Zack, habe ich gesagt. Moin. Eigentlich brauche ich das gar nicht mit der Schere machen. Das war ein bisschen Verschwendung, weil ich das Zeug eh nicht aufsammeln will. Habe ich doch gerade gesagt. Ich will es nicht aufsammeln. Overly attached Laub. Moin. Okay, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack. Nee, das ist einer zu wenig. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ja, das soll doch reichen. Das sollte doch reichen. Ist jetzt wieder, wie schon angekündigt, das ist ganz, ganz klein, mein Häuschen hier. Das soll nur einfach ein Häuschen sein. Ja komm, die Werkbank packe ich da jetzt eh gleich hin. Da können wir irgendwas für rauswerfen. Ist wurscht. Zack. Dann eine Truhe. Da habe ich ja sogar noch zwei von im Inventar. Die packen wir hier hin. Genau. Nein, hier. Dann können wir da jetzt mit der Werkbank ein Bett erstellen. Nee, Quatsch, so nicht. Zack. Ach, moin. Könnt ihr mir bitte mal ein Bett hier basteln? Weg mit dem Mist, den brauche ich nicht. Alter. So. Wieso ist jetzt schon wieder kein Platz im Inventar? Egal, dann schmeißen wir halt gerade noch die zwei Fackeln raus. Ich meine, ich will das Bett doch nur aufstellen. Ist doch nicht zu viel verlangt. So. Jetzt packe ich eh ein bisschen was in die Truhe. Zum Beispiel das Eichenlaub hier, dann passt das. Jetzt können wir eigentlich auch noch hier eine Kiste hinstellen. Die andere, da haben wir da wirklich mal ein bisschen was zum Einsortieren. Und das ist dann der Eingang. Ja, also ist wirklich sehr klein. Ist mir jetzt, fällt mir gerade auf, aber ist jetzt, denke ich... Fürs Erste hier ist ja nur meine erste Hütte, die ich hier hinpacke. Später werden da sicher auch schönere Sachen entworfen. Von daher muss man das einfach jetzt mal so akzeptieren. Die wird jetzt auch wirklich nicht schön, ne? Habe ich gerade ja schon angekündigt. Schön ist was anderes, aber selten. Süß. Eine Fackel packen wir da noch hin, eine da. Jetzt fehlt nur noch eine Tür, die können wir gerade noch basteln. Und dann haben wir genug für heute gemacht. Zack, den Eimer. Achso, ich habe ja genug Platz mittlerweile. Dann können wir die Tür hier hinpacken. Und dann stellen wir die mal hier so hin. Und sind da dann auch erstmal mit unserer wunderbar hübsch-hässlichen Hütte fertig. Und das soll dann auch für heute genügen. Ich hoffe, euch hat doch dieser Part irgendwie gefallen, trotz des Fauxpas, dass einer abhanden gekommen ist. Dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen. Aber ich hoffe doch, dass das irgendwie noch ein ansehnlicher Part geworden ist. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich über einen Kommentar oder eine Bewertung freuen, ihr wisst das ja. Und ich hoffe, euch dann auch im nächsten Part wieder in Minecraft begrüßen zu dürfen, wenn wir ein wenig weiterbauen wollen. Nicht mit dieser Hütte, sondern dann direkt mit irgendwelchen Ausstaffierungen vom Höhlensystem. Macht's gut, bis morgen, euer Scuddy der Rallye.